Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu den Mario Kart Wii Custom Tracks. Heute mit dem Flugpilz, Propellerpilz Cup, Donut Plains 2, DS, TikTok Clock, Volcanic Skyway 2 und Neo Koopa City, ebenfalls bekannt als Koopa Großstadt Fieber. Genau, so heißt die auf Deutsch. So, aber erstmal Donut Plains. Ei. Ist das die berüchtigte Strecke, wo die Computergegner einen Speedhack haben? Man sieht aber nichts. Okay. Ich glaube, das könnte die sein. Mal gucken. Ich glaube schon. Wir werden es gleich sehen. Es gibt da nämlich so ein paar Strecken, wo die irgendwie viel schneller sind als man selbst. Nee, das ist er nicht. Warum ist Wario gerade nach rechts gedriftet? Was hat... Wow. Okay, ich hinterfrage ihn nie wieder. Ach, das ist die Strecke. Oh, das ist einer der nervigsten vom Super Nintendo. Muss ich ehrlich sagen. Das ist ein kleines Trauma, was ich gerade habe. Ich habe gerade eben erst den vorherigen Part aufgenommen. Da haben wir mit Rosalina gespielt und ich bin überrascht davon, dass sich Knochenbowser deutlich leichter spielt. Der fühlt sich viel wendiger an als Rosalina. Was eigentlich nicht sein sollte, oder? Also, so rein von der Logik her. Naja. Ja. Was soll's, ne? Wir haben auch... Kannst du bitte aufhören zu driften? Controller fällt auch wieder am Start. Schön. Es ist alles so wie immer. Ach, es ist toll. So. Ich höre Bananen. Und natürlich mit Monty Maulwurf hier. Muss so sein. Ist ja originalgetreu, ne? Genau so ist es. Auch hier wieder mal. Guter Nachbau. Nicht zu breit. Ich finde es genau perfekt, dass hier die Stelle ein bisschen knifflig ist mit den Montys. Ist genau perfekt. War ja auf dem Super Nintendo nicht anders. Wenn ich glaube, es sind hier ein paar mehr. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ist aber überhaupt auch nicht schlimm. Ich finde, die ist ziemlich gut umgesetzt. Eigentlich genauso wie Nintendo es auch machen würde. Würde ich zumindest mal behaupten. Und daher, top Retro-Strecke. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin kein Fan von dem Original auf dem SNES. Aber hier kann man sich das auf jeden Fall gut mal geben. War eine gute Sache. Und generell, ich glaube, der heutige Part wird ganz cool von den Strecken her. Denn ich glaube, als nächstes kommt sogar schon mal wieder eine meiner Heimstrecken. Nämlich DS. Tic-Tac-Trauma. Eine Strecke, wir kennen sie auch aus Mario Kart 8 und MK8 Deluxe. Und hier kehrt sie nun auch zurück. Leider nicht mit beweglichen Zeigern oder beweglichen Zahnrädern hier. Das wäre wirklich das i-Tüpfelchen. Aber gibt's leider nicht. Egal, was soll's. Ach ja, ich erinnere mich damals an so einen kleinen Mythos, der auf dem Schulhof damals rumging. Er hat einen Kumpel in der Grundschule mal erzählt über eine geheime Mario Kart DS-Strecke. Ja, ihr müsst euch vorstellen, das war so in der 3. Klasse, glaube ich. Ja, ungefähr, das kommt hin. Und... ja, dieser Mythos ging ein bisschen rum. Wir hatten halt alle Mario Kart DS gespielt und haben das alle ziemlich viel auch gespielt und ausgiebig. Und dann ging halt das Gerücht rum über eine geheime Strecke. Und diese sollte man angeblich freischalten, indem man auf dem Titelbildschirm von Mario Kart DS 50 von diesen... ja, Vorschau-Videos guckt. Ihr kennt das ja, wenn ihr da eine Weile nichts drückt, startet so ein kleines Video. Ist ja bei Mario Kart so. Auch bei den neueren Teilen. Wo dann mal so ein bisschen Gameplay gezeigt wird. Früher dachte ich teilweise, es wären Replays von eigenen Rennen, aber so ist es ja nicht. Man hat ja gesagt, wenn man das 50 Mal anguckt, hintereinander, ja, also 50 davon am Stück, ohne Pause, haltet man die geheime Strecke frei. Und diese geheime Strecke hatte sogar einen Namen gehabt. Nämlich Flick-Flack-Trauma. Ja. Und naja, wie soll ich sagen? Ich war damals ziemlich naiv. Hab mich eines Nachmittags hingesetzt. Erstmal ein paar Stunden damit verbracht. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Man könnte es jetzt theoretisch ausrechnen, weil die kleinen Videos waren immer gleich lang. Und es hat immer auch gleich lang gedauert, bis sie angezeigt wurden. Aber vor allem, ich habe das am Stück gemacht, einfach so. Und dachte mir so, geil, neue Strecke. Und dann kam es irgendwie nicht und ich dachte so, oh. Hä? Verstehe ich nicht.
Naja, ich weiß gar nicht, wie das geendet hat. Ob ich ihn dann darauf angesprochen habe? Das weiß ich gar nicht mehr. Ist halt auch schon seine 10 Jahre her mittlerweile. Alter, du Scheiße. Kranke Sache. Muss man sich auch mal überlegen. 10 Jahre her. Ich spiele seit 13 Jahren Nintendo-Spiele. Ich bin 18 und seit 13 Jahren. Kann das überhaupt sein? Ja, ich war, glaube ich, 6. Genau. Wir haben 2019. Ich glaube, 2006 habe ich, glaube ich, mal zum ersten Mal am Gameboy rumgetingelt. Glaube ich. Ist schon krass. Muss man ganz ehrlich sagen. Manche von euch sind vielleicht nicht mal 13 Jahre alt. Und ja, das ist schon heftig. Aber andere haben natürlich noch früher angefangen. Es gibt Leute, die haben irgendwie mit 2 Jahren angefangen zu zocken. Ja, ja, schon krass. Volcanic Skyway 2 sagt mir jetzt auf den ersten Blick nichts. Ich höre Fledermäuse. Ich frage mich aber, wo die sind. Ich sehe nur Möwen. So leicht verpixelt. Es gibt mehrere Volcanic Skyways. Ich kenne eine davon. Aber ich glaube, die hier ist neuer. Mal gucken. Mal gucken. So. Wohin? Hier rum. Okay. Da war ich mir gerade jetzt nicht sicher, ob links oder rechts. Man kann natürlich auch auf die Minimap gucken, aber... Nee. Bin ich viel zu fancy für. So. Die Wickler stellen gerade noch... Wow. Noch keine Gefahr da. Das Offroad ist aber ziemlich... Ziemlich hardcore. Bitte geh. Was geht hier ab? Ah ja, genau. Wir sind plötzlich im Himmel. Auf so einer Art Wolke, denke ich mal, soll das darstellen. Also meine Theorie. Oder Rauch. So eine Rauchschwade, so eine Nebelschwade, die hier im Himmel... Ja, ich weiß auch nicht. Oh, oh, das war ein bisschen... Ja, okay. Nochmal gerettet. Und ich bin gerade schon wieder im Wheelie gedriftet. Das tut mir leid. Ich kann es nicht abstellen. Wow. Ach, hier sind die. Also der Boden sieht aus wie eine Minecraft-Textur von 2011. Ach so. Ja gut, das konnte man natürlich direkt sehen, dass die Kurve einfach komplett einen 180-Grad-Winkel hat. BTF. Das war jetzt ein bisschen unfair, fand ich. Hätte man irgendwie mit einem Schild vielleicht anzeigen können. Aber ich glaube, die Strecke hat schon ihre Jährchen auf dem Buckel. Deswegen, glaube ich, haben die auf sowas noch keinen Wert gelegt. Na, ja, die Wickler sind ja aber echt keine Gefahr. So, ich ziehe hier mal durch, Bruder. Muss los. So. Huch, Alter. Wie sich da gedreht hat. Die sind ziemlich nah dran, alle. Guck mal auf die Map. Alle sind hier so. Mit dem Kugelwilli kannst du ja vom letzten auf den ersten kommen gerade. Crazy, Dude. Crazy, oh Gott. Hör bitte auf zu wheelien, Alter. Was war das denn? Das war so nicht geplant. Geh weg. So, kein Item ist immer schlecht. Vor allem auf der Wii. So, aber da ist noch eins. Mitten in den Fledermäusen. So, diesmal weiß ich's. Ist ein bisschen gemein. Also ein Schild hätten sie doch schon hinstellen können. So ein kleines Zeichen zumindest. Finde ich. Ich weiß auch nicht. Die Competitive-Spieler würden jetzt sagen, nein. Man muss die Strecke halt auswendig lernen, aber... Finde ich jetzt eigentlich nicht so geil. Naja. Ansonsten finde ich sie eher ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Weil sie halt... Also klar, die Idee mit dem Vulkan ist eigentlich ziemlich cool. Das, so mal in den Vulkan reinfahren, dann hoch und so. Ist eigentlich eher eine Pyramide, ne? Guck mal. Ist eher eine Pyramide. Kann man sogar voll gut sehen, so. Aber sonst ist sie halt eher ein bisschen langweilig. Wie gesagt, ich glaube, sie ist etwas älter. Von daher sei es halb so schlimm, aber... Ja, Kritik kann trotzdem gut sein. Ich weiß nicht, ich glaube, manche Strecken könnten sie vielleicht mal updaten oder so. Meiner Meinung nach. Gibt natürlich auch Leute, die dann sagen würden, nein, auf gar keinen Fall. Die Strecken sollen so bleiben. Zum Beispiel Mushroom Peaks. Soll auf gar keinen Fall irgendwie mal, keine Ahnung, bessere Physics bekommen. Apropos Physics. Ja? Weil sie halt sagen, nein, das soll so bleiben, so wie wir es kennen und so. Gibt da immer Pro- und Kontra-Argumente. Ich bin auch eher so ein bisschen konservativ.
was Mario Kart angeht. Ich bin ja auch kein großer Befürworter von einem Nintendo Kart. Ich finde, Mario Kart sollte Mario Kart bleiben. Ich finde schon Link und die Animal Crossing Charaktere ein bisschen kritisch. Aber ja, Nintendo Kart fände ich echt nicht so cool. Muss ich sagen. Da geht mein Fanherz irgendwie nicht so auf. So, eine Strecke haben wir noch. Da sind wir sogar fast im Heimvorteil. Nämlich Koopa Großstadtfieber. Zu Englisch Neo Bowser City. Genau, vom 3DS ebenfalls auf der Wii U geremaked. Typisch hier der Regen, die Pfützen und die teilweise recht ekligen Kurven auf 200 CCM zumindest. Oder mit einem dicken Kart. Mal gucken. Sieht zumindest gerade auch ziemlich aus wie ein direkter 3DS-Port. Was immer cool ist. Mit der einzigen Stadtmusik, die das Spiel zu bieten hat. Uff. Das wäre wirklich nochmal geil, wenn die so Custom-Musik noch hätten. Ich meine, theoretisch müsste das ja gehen. Über ein paar Umwege, über Music Packs irgendwie. Mal einfach dann die Mondblick-Straßenmusik ersetzt durch einen Custom-Soundtrack von... Ich habe geschüttelt wie so ein Dummer. Also gedrückt, meine ich. Durch den Soundtrack von Neo Bowser City. Dann müsste der hier eigentlich auch spielen. Aber andererseits, bisschen aufwendig. War übrigens mit Absicht mit dem Bau, ne? Wusste ich schon, dass der kommt. Wow. So, fliegen kann man hier natürlich nicht. Ebenfalls gibt es da drüben nicht diese... Ey, ich bin jedes Mal... Bin ich erschreckt. Ich habe mich einmal so erschrocken bei der Strecke. Ich dachte erst, ich habe irgendwie ein Virus auf der Wii. Es war ganz schlimm. Auf einmal kommt da so ein Zeug. Dieses Luftschiffer, ist das neu? Kennt man das? Gibt es das auf dem 3DS auch? Sagt mir überhaupt nichts. Ich habe Mario Kart 7 ultra lang nicht mehr gespielt. Es wird mal wieder Zeit. Ey, die Kurve. Immerhin sind die hier nicht so rutschig. Weil kein Wasser drauf liegt. Cooler Hammerbruder. Hammerbruder. So, ich fahre mal hier ein bisschen innen. Vergiss alles. Ach komm. Bonk. Boah. Ebenfalls ziemlich cool finde ich hier dieses Plakat, dieses da, was sich gerade so cool dreht mit Bowser drauf. Da links. Das ist halt original von Mario Kart 7. Kannst du bitte... Es geht alles den Bach runter. Alter. Ich komme wieder. Ich bin zu schnell. Die Kurve ist daraus nicht aufgelegt. Tschüss. Tschüss, mein hübscheres Ich. So. Okay. Ich hab Angst, hier Pilz einzusetzen, Alter. Ich habe richtig das Trauma noch. Tschüss. Hohoho. Das Leben gesprengt. Leben genommen. Nein, ich wollte innen fahren. Scheiße. Ja gut, erster werde ich nicht mehr. Naja, was soll's. Immerhin zweiter. Passt schon. Gut. Das war's von Custom Tracks für heute. Einigermaßen souverän haben wir uns geschlagen. Wir gucken schon mal weiter. Im nächsten Part gibt's, ich weiß gar nicht, was es da gibt. Ganz tolle Sachen gibt's. Ihr solltet auf jeden Fall einschalten und auch hier auf jeden Fall eine Bewertung da lassen. Sollte man mal getan haben. Ah, Hammerbruder Cup. Der Hammerbruder. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und haut rein.